Semikolon, jetzt gehen wir einfach mal noch hier liken ein. Also ihr dürft jetzt gleich das Video liken. Und jetzt könnte ich im Plantyp hier auch diesen Bombtech-Plan auswählen oder auch diesen liken. Ja. Jetzt geben wir mal das Ganze einfach ein. Wir geben einfach mal irgendwelche Fantasiezahlen ein. Hier 100, hier 100. Und jetzt mache ich diese Liste nochmal, Stahlmaßen im Mittel. Und jetzt sehen wir hier. Servus, grüßt euch. Heute zeige ich euch, wie ihr Planattribute nutzen könnt. Ich nutze das Ganze für meine Stahlmassenermittlung und zeige euch, wie ihr selber Planattribute umbenennen könnt und auch vielleicht vorhandene Planattribute modifizieren könnt. Dazu geht erstmal auf projektbezogen geöffnet in dem Planlayout. Also hier sind wir schon in den Plänen drin. Dort habe ich hier meine Struktur, hier Ausführungsplanung, Haus 1, Gründung, Fundamente, habe auch hier die Schaltpläne dazu und kann das Ganze zum Beispiel jetzt mit einem Report einfach auswerten. Ich gehe hier auf Stahlmassen und dann habe ich hier eine Stahlmassenermittlung, die mir hier zum Beispiel die Bewährungspläne alle anzeigt und überall, wo Stahlmassen eingetragen wurden. Hier wurde irgendwo Spannstahl einfach mal von mir irgendwo eingetragen, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber ihr seht, es ist hier möglich, irgendwas einzutragen und hier kommt irgendwas raus. Hier ist sehr viel rot noch und wie das Ganze funktioniert und wie ich das Ganze handhabe, zeige ich euch hier. Ich kann aber auch sagen, ich möchte noch die Schaltpläne mit anzeigen. Ich sage hier einen Filterzusatz SCH und hier werden mir jetzt die Schaltpläne mit angezeigt. Oder ich kann das wieder deaktivieren oder ich kann meinen automatischen Filter deaktivieren und dann werden mir alle Pläne angezeigt, egal ob da was drin war oder nicht. So, jetzt mache ich wieder Filter automatisch ein. Und zeige euch, wie ich jetzt die Stahlmassen hier rauskriege. Also, das allererste, was ich mache, ist erstmal hier auf Plan- und Projektattribute zu gehen. Jetzt startet hier so ein kleines Programmchen, würde ich mal sagen. Und hier könnt ihr zum Beispiel hier wieder die Struktur auswählen, hier links. Da könnt ihr einklappen, aufklappen. Und ich gehe jetzt hier wieder in die Ausführungsplanung Gründung und kann zum Beispiel hier die Schaltpläne deaktivieren oder aktivieren und so weiter und so fort. Gehen wir mal nur in die Bewährungspläne. Und jetzt sehen wir schon mal hier die Plantypen wurden vergeben. Ich könnte aber jetzt auch zum Beispiel hier die Plantypen von jedem Plan ändern. Hier habe ich sogar noch einen BAMTEC-Plan eingebaut, den habe ich selber erstellt. Jetzt schauen wir erstmal an, wie wir hier vorgehen können. Also wir können hier einen Rechtsklick machen, hier in diese Kopfzeile und können hier Sachen aktivieren oder deaktivieren. Zum Beispiel, wenn wir den Plantypen gar nicht anzeigen wollen, dann deaktivieren wir das Ganze. Und jetzt wird er hier gar nicht angezeigt. Ihr seht schon, ich habe hier irgendwie Rundstahl, Mattenstahl, BAMTEC, Gitterträger und Spannstahl, das dürftet ihr nicht haben. Das kann man sich aber selbst erstellen mit Rechtsklick und auf den Klick mehr. Wir wollen mehr. Dann können wir hier etwas machen. Wir haben hier zum Beispiel die Planformate. Hier haben wir Planbezeichnungen, die man vorgeben könnte oder Plantypen. Das kennt ihr, dass ihr dieselbe auswählen könnt, wenn ihr in die Planeigenschaften geht. Und ich habe hier zum Beispiel noch einen Wert eingegeben, BAMTEC. Und man sieht, mit dem Semikolon könnte man jetzt noch mehr eintragen. Kommt eine kleine Warnung, hey, Moment, du tust den Bürostandard jetzt bearbeiten. Sag ich, ja, ist kein Problem. Semikolon, jetzt gehen wir einfach mal noch hier liken ein. Also ihr dürft jetzt gleich das Video liken, denn ich zeige euch, was jetzt hier geschieht. Wieder Rechtsklick, Plantyp aktivieren, hier draufklicken und jetzt können wir hier den Plantyp liken eingeben. Also, und das solltet ihr natürlich tun und den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht habt. So, gut, also hier ist Liken zur Auswahl jetzt und Bewährungsplan wieder umgestellt. Jetzt wollen wir aber an die Planattribute ran, an die Benutzerdefinierten. Ich habe hierzu Rundstahl, Mattenstahl, BAMTEC, Gitterträger, Spannstahl und Volumen. Allerdings Volumen selber ohne, also wenn ich hier einen Doppelklick reinmache, kann ich das Ganze überarbeiten. Jetzt, wenn ich hier auf OK klicken würde, dann sagt er mir, hey, stopp, das Attribut Volumen gibt es schon. Zwar nicht bei den Planattributen, aber es gibt es bei den Standardattributen und daher lässt er uns jetzt das Volumen gar nicht zu, dass wir das hier eintragen. Jetzt gehe ich hier rein und schreibe hier noch Kubikmeter rein, dann habe ich einen anderen Namen als das Volumen und dann funktioniert es auch. Ich habe noch ein Attribut, also ich habe hier noch viel mehr, aber für mich ist das Attribut 12 noch wichtig. Stahlliste auf Plannummer. So. Zeige ich gleich, was das bedeutet. Okay. Anwenden, okay.
Und jetzt können wir hier wieder reingehen. Wir können auch hier in die Eigenschaften reinschauen und genau hier auch die ganzen Plantypen auswählen. Also das kennt ihr wahrscheinlich eher. Und jetzt könnte ich im Plantyp hier auch diesen BombTech-Plan auswählen oder auch diesen Lichen. Falls ihr noch nicht habt, ihr wisst Bescheid. Ja, gut. So, hier können wir alles einstellen, was wir wollen. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel das Volumen eingetragen und die Liste. Das hat es aber jetzt nicht übernommen. Warum nicht? Vielleicht muss ich neu starten. Nee, muss ich nicht. Da habe ich einen Fehler gemacht. Nochmal Rechtsklick, mehr. Doch, dann müsst du aber auch bitte wieder schalten. So, jetzt schauen wir nochmal. Das könnte sein, dass wir nochmal hier zurückgehen müssen. Hier nochmal zurück. Gehen wir hier nochmal rein. Schauen wir jetzt, ob es funktioniert hat. Ja, wunderbar. Also jetzt steht hier Startliste auf Planung. War nur ein Refresh-Fehler. Ne? So, jetzt haben wir hier, wir merken uns mal diese Streifenfundamente im Bauabschnitt 1. Haben jetzt hier ein Volumen von 80 eingegeben und wir kontrollieren jetzt unsere Startliste. Ihr müsst immer überlegen, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Bodenplatte habt und die hat sich auf untere Lage und obere Lage getrennt und ihr habt auf einem Plan die Stahlliste drauf, dann dürft ihr auch nur in einem Plan die Stahlmassen eingeben. Ansonsten, wenn sie untere Lage und obere Lage getrennt hat und zwei Stahllisten drauf hat, dann müsst ihr das auf zwei aufteilen. Und je nachdem, wo die Stahlmassen eingetragen worden sind, da tragen wir das Ganze auch ein. Jetzt, wenn ich zum Beispiel hier die Streifenfundamente Bauabschnitt 1 die Stahlliste nicht eingetragen habe, dann trage ich auch hier die Stahlmassen gar nicht ein, sondern ich sage, die Stahlliste ist auf einem anderen Plan. Gehen wir mal davon aus, die Streifenfundamente 1, Streifenfundamente Bauabschnitt 2, da sind meine Stahlmassen drauf. Dann schreibe ich jetzt hier den Plan 0017 rein, denn hier im Plan 17 sind diese Stahlmassen vorhanden. Ich sage okay. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier in diesem Plan das Ganze bearbeiten. Moment. So, jetzt gehen wir in diesen Streifenfundamenten Rechtsklick Eigenschaften mal rein. Und jetzt sehen wir hier das Ganze eingetragene mit Maßstab und sonstiges. Das ignorieren wir jetzt mal. Aber wir haben jetzt zum Beispiel hier die Rundstahlmenge an 800. Sagen wir mal, wir haben jetzt keine R-Matten verwendet, sondern nur Rundstahl. Ist jetzt eh bloß beispielhaft. Und dann sage ich, hier ist alles eingetragen. Sage okay, mache jetzt meinen Report Stahlmassen. Und jetzt werdet ihr sehen, hier habe ich jetzt hier die Eintragung 800 Kilo pro Kubikmeter. Kilo, das ist kein pro Kubikmeter, sondern die pro Kubikmeter sind hier. Das nimmt hier alle Massen auf in der Kartei oder in dem Bereich, addiert alle Kubikmeter zusammen und legt sie hier oben auf und dann rechnet es auch, wie viel Kilo pro Kubikmeter hier aufgeführt wurden oder wie viel eingetragen wurden. Insgesamt. Und das kann man natürlich in Gründungen, das kann man in Wänden aufteilen und so weiter und so fort. Genauso wie hier, zum Beispiel Außenwände, Innenwände und so weiter. Und ich habe hier eine kleine Legende. Jetzt, wenn es rot ist, dann heißt es keine Stahlmassen gefunden, weil wir haben keine eingetragen. Ist es so Subgrade rot, dann ist dann die Stahlmassen eingetragen und wir haben eingegeben, dass die Liste auf einem anderen Plan ist. Das kann nicht sein, weil wir können keine Stahlmassen eintragen und sagen, ja, die Liste ist aber auf einem anderen Plan. Ist für mich auch ein Fehler. Es gibt aber noch die Möglichkeit, Stahlmassen sind auf dem anderen Plan vorhanden. Dann wird es so grau hinterlegt, zum Beispiel wie hier. Wir haben hier eingegeben, im Bauabschnitt 1 ist der Plan im Plan 17. Und hier sehen wir den Plan 17. Wunderbar, deswegen sind hier keine Stahlmassen eingetragen. Jetzt tragen wir mal das Ganze nach für diese paar Bereiche im Fundament. So. Am schnellsten geht es, wenn wir jetzt entweder hier Rechtsklick an Eigenschaften machen oder natürlich wieder über diese benutzerdefinierten Planattribute. Wenn wir hier draufklicken, können wir das auch hier alles bearbeiten. Ich mache hier einen Rechtsklick, weil ich den Index nicht brauche. Ich brauche die breite Höhe nicht. Ich brauche das Planformat in dem Fall auch nicht, weil ich nur die Bewährungspläne hier aktiviere. Plantyp brauche ich auch nicht. Ich brauche aber mehr. So, hier ist alles aktiviert. Wunderbar. Und dann sehen wir das Ganze jetzt hier. Jetzt geben wir mal das Ganze einfach ein. Wir geben einfach mal irgendwelche Fantasiezahlen ein. Hier 100, hier 100, hier 220, 220. Sagen aber aus Versehen und die Planliste ist noch auf der 18, keine Ahnung. Und hier geben wir noch was ein und hier. Spannstoff haben wir da weniger. Also wir geben irgendwas ein, nur Fantasie. Aber hier könnt ihr das ganz schnell bearbeiten, wie ihr seht. Genau. Und dann
tippen mal hier durch. Vergessen wir mal eins. Hier gehen wir mal die Stallliste auf der 1985, zeigst mir auch. So, hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Wir können auch hier die Volumen ändern. Hier fehlt sogar eins. Gehen wir noch 10 ein. Anwenden, okay. Und jetzt mache ich diese Liste nochmal. Stallmaßen ermitteln. Und jetzt sehen wir hier ein paar Fehler und ein paar korrekte Sachen. Also Fehler, die markiert sind, die ärgern einem erstmal, aber das ist ja natürlich notwendig, damit man keine Fehler erzeugt. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel das Dunkelrot. Wir haben hier Stahlmassen eingetragen und wir haben noch gesagt, ja, die Liste ist noch auf einem anderen Plan. Das darf natürlich nicht sein, ne? Und hier haben wir wieder keine eingetragen. Aber wir sehen jetzt hier durch die Kubikmeter und die Kilo pro Kubikmeter wird jetzt hier alles ausgerechnet in den Plan. Und dann heißt es hier, okay, wir haben insgesamt 876 Kubikmeter. Hier haben wir zum Beispiel bloß 11 Kilo, deswegen ist hier 0,01 Kilo pro Kubikmeter hier erfasst worden. Genau, und so mache ich das für das ganze Projekt. Und es ist wirklich ein hochkomplexer Report. Der ist nicht auf ein paar Stunden oder ein paar Tage gemacht, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es ja so eine Liste irgendwann bald zu erwerben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat oder diese Eindrücke, dann lasst doch bitte ein Abo hier, liked das Video und schreibt ein paar Kommentare rein. Ich weiß, da gibt es Fragen ohne Ende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, servus, euer Peter.